Ja, hallo Leute. Ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Ich komme gerade von einer, hab gerade eine Wurzelfüllung hinter mir und ich belohne mich jetzt dafür. Mit einer schönen, hoffentlich schönen Bachwanderung. Am Rüpingsbach lang. Aber gleich am Grotenbach. Guter Wasserstand. Der Regen der letzten Tage macht sich hier bemerkbar. So richtig sprechen klappt noch nicht, weil ich immer noch eine taube Fresse habe. Ab hier vorne heißt der Bach dann Rüpingsbach. Da kommt nämlich der Kirchhörder Bach. Aus der Sicht jetzt linksseitig mündend. Auch mit gutem Wasserstand. Ja. Wirklich, haben beide gut Wasser, guten Wasserstand. Also hier, der Grotenbach ist auf jeden Fall noch in Solschaden. Sieht man ja deutlich. Ach, guck mal, seht ihr, das glitzert, das Wasser in der Sonne. Fantastisch.
Schöne, wie mit dem Zirkel gezogene Kurven. Ist das nicht herrlich? Seht ihr da oben die braune Heu-Grasmarkierung? Das war das Hochwasser hier. Dürfte erst ein paar Tage her sein. Auf jeden Fall definitiv 1000 Mal besser hier als noch vor einer Stunde auf dem Zahnarztstuhl. Mr. Didi, ein Raubvogel, da ist der Räuber. Vorne sieht man schon wieder die Tore offen stehen. Die beiden da vorne links sehen auch schwer verdächtig aus. Also beide, ne? Hier vorne an der Brücke ist offen. Rückseite da drüben auch, kann man einfach so durchlatschen. Machen mit Sicherheit auch viele. Hi, frohe Ostern. Ebenfalls, danke. Ja, nette Menschen. Gefällt mir.
Ach so, ja klar. Müßig zu erwähnen, dass der Bach natürlich komplett Köttelbecke war. Taschenlampe habe ich mit. Also von seinen ersten Metern an direkt Köttelbecke gewesen. Deswegen hier natürlich auch die Sohlschalen hier drinnen noch. Schöner Grundwasserzufluss, kein Bach zu sehen, einfach nur ein schöner, sauberer Grundwasserzufluss. Oh, guck mal da. Klasse. Ja. Emscher Genossenschaft, Stauraumkanal Dortmund-Krukeler Straße. Nur nichts, überhaupt nichts von zu sehen. Unter der Erde. Ist das nicht toll? Guck mal hier. Andere Seite wäre besser jetzt. Ach, da hinten, da ist so ein komisches Gebäude. Könnt ihr das schon sehen? Sieht aus wie so Wellblechdächer da. Da. Das wird
ein Ding sein, ein Kanalisationsentlastungsbecken, Kanalisationsüberlaufbecken, wie man es auch immer nennen mag. Schön aus, ne? Der Hof da. Guckt man sich gar nicht vor wie im Sauerland hier. Wie im Ruhrgebiet. Entschuldigung. Ich würde sagen, schon fast eher so wie Sauerland. Ja, Nebenbach. Vorne verrohrt, hier kommt er wieder raus. Es ist, glaube ich, der Krukelerbach. Oh ja, und der hat auch ganz gut Wasser. Aber der hat, glaube ich, so kann man sagen, fast dieselbe Wassermenge wie jetzt hier der Grotenbach. Wie solche Bäume aus der Böschung wachsen. Gewachsen knapp oberhalb der Betonsohlschale oder sogar zwischendrin und echt so ein schönes Bäumchen hier. Hoffentlich machen sie nicht kaputt, wenn sie die Sohlschalen rausholen. Ich fürchte doch. Ja, manchmal siehst du so ein Karnickelloch hier nicht. Oder so ein Maulwurf. Obwohl, die machen ja eigentlich keine Löcher. Drüben ist schön knapp geschnitten. Ich glaube, ich jump gleich mal rüber. Gucken, vielleicht kommt ja noch ein Sohlabsturz hier.
Ja, Fasan. Das ist auch das Einzige, was sie sagen können, ne? Nicht, nicht. Ja, das gucken wir uns so an, ne? Würde ich sagen. Boah, nicht schlecht. Oh, okay. Ja. Aber wenn wir schon mal hier sind. Ja, Kanalisation, ja. Der AK Grotenbach kommt mal kurz ans Licht. Teil geht weiter in die Kanalisation, das was sie halt normal ab Lauf packen kann. Ja, sieht, fließt nicht so richtig wirklich ab hier. Es wird hier zurückgehalten und nur ein Teil geht rein. Der Rest staut sich hier zurück. Und wenn es richtig voll ist, dann wusch. Aber erstaunlich, erfreulich wenig Klopapier hier und das Übliche. Ja, klar, nichts wäre jetzt, ne, aber wenig. Gut, hier sieht man es jetzt, ne, klar. Wenn es hier rausfließt, das Ding hat wahrscheinlich dann auch Hochwasser. Dann bleibt es natürlich da auch hängen, aber wenig. Erfreulich wenig. Das dürften Bienenkästen sein. So, weiter geht's. Ah, okay. Da bin ich auf der falschen Seite. Alter, wie bin ich hier gerade hier rüber gekommen? Wie hab ich das denn gemacht?
Olle, da täuscht. Oh, mal Schwung holen hier. 1, 2, 3. Meter Meter damals. Ohne Jugendspiegel, Weitsprung. So. Also ich muss sagen, die Tour gefällt mir schon super bis jetzt. Hier ist was für Brombeerpflücker. Und da drüben erstmal. Da müssen wir jetzt aber gucken, wie wir da weiterkommen. Ja, das finde ich ja mal großartig. Keine Chance. Aber hier geht es auf keinen Fall weiter. Muss ich schon wieder darüber jumpen? Fischen zu sehen hier? Nee. Habe ich noch keine entdeckt. Warum eigentlich nicht? So, warte mal. Hier, da oben muss ich lang. Oh, ich kann nicht rüberspringen, oder? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, wow. Auch eine strange Gegend hier. Guck mal, da haben sie so eine Art Treppe da hochgeballert. Da so Holzplanken, ah, Bretter. Warum nicht hier? Signal rot, Signal grün, okay. Kommt einer von da. Irgendwann. Da hinten fahren auch die Autos über die Straße, alles klar. Also auch über den Bahnübergang meine ich, ne? Wenn die Autos da drüber fahren, sind die Schranken noch nie unten. Deswegen kann ich hier rüberlaufen. So. Da. Haben wir wieder Zugriff zum Bach. Auch irgendjemand nicht einverstanden mit dem Zaun.
Ja, grüß dich, alter Grotenbach. Ha? So schnell wirst du mich nicht los. Weiter geht's. Da kommt der Ritter. Also hätte ich jetzt da drüben nicht gesehen, dass die Autos noch über den Bahnübergang rüberfahren, hätte ich da oben gewartet, weil er hatte wirklich ein grünes Signal. Dann kommt da auch relativ schnell einer. Aber da ich sehen konnte, wie die Autos über den Bahnübergang rüberfahren, die Schranken noch gar nicht unten sind, bin ich jetzt rübergegangen. Aber habt ihr gesehen, so lange hat das gar nicht gedauert. Also falls jemand mal vorhat, irgendwie über die Schienen rüber zu laufen, warum auch immer, links, rechts gucken, wenn da Signale zu sehen sind, ist dieses ovale Signal, wo orange drauf ist, steht das auf orange, und dieses längliche, senkrechte, und da ist ein rotes Signal, also alles klar. Sind die grün, warten. Irgendwie passt das jetzt gar nicht so mit diesen Häusern. Das war doch gerade die ganze Zeit so schön. Schwach strukturiert alles hier, aber jetzt. Ich hoffe, das ist nur eine Ausnahme. Oh, der Bach hat eine schöne Fließgeschwindigkeit. Also, war ja früher auch immer ein Traum, ne? So, irgendwie sich darauf so wegfließen lassen mit einer Luftmatratze oder irgendwie so einem kleinen Bötchen. Geht natürlich, ist ja zu schmal, ist klar. Aber bei anderen Bächen. Aber jetzt zum Beispiel, im Sommer, einfach reinlegen und ab geht's. Aber bitte die Solabstürze beachten. Keine Fische zu entdecken. Wundert mich. Doch, da. Da waren welche. Jetzt habe ich sie gesehen. Haben sich knapp unter das Grünzeug da verkrümmelt. Kann man wahrscheinlich nicht erkennen, aber ich habe sie gesehen. Da ist auch einer. Da ist einer. Da. Da sind noch mehr. Sind mal oben am Rand von der Beton, von der Sohlschale.
Wahrscheinlich auch diese einfachere Art der Stichlinge. Das sind meistens die ersten, die sich wieder ansiedeln oder die wieder vorkommen. So, immer noch Solschalen. Klar, wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Für die ist das wie super, ne? Guck mal hier, Garten. Irgendwann kann man den Zaun wohl mal wegmachen. Wenn die Solschalen weg sind, hast du hier ein schönes Flüsschen. Aber gut, Wasser hat er ja. Jetzt zumindest. Sommer muss man erstmal wieder abwarten. Was sagt denn die Uhr überhaupt? Oh, 39 Minuten. Ja, das wird ein Zweiteiler, das steht schon mal fest. Aber jetzt gehe ich auch bis zum Ende natürlich.